Dann sammeln wir erstmal noch ein bisschen Holz. Oh, und was haben wir nun? Was haben wir nun? Was ist nun wieder los? Bereit zur Suche. Die Leute jubeln. Beobachtungssturm. Eine Reihe von Freiwilligen brennt darauf im Frostland. Blablabla. Bla, bla. Wir brauchen einen Erfolg. Ja, den brauchen wir dringend. Wir brauchen Leute. Natürlich müssen wir dann zusehen, dass wir auch genug Essen dann wieder ranschaffen. Aber dann haben wir auch wieder mehr Leute. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich wäre auch noch für ein Treibhaus. Treibhaus wäre auf jeden Fall auch wichtig. So, Jägerhütte 20 Nahrung. Das ist gut. Dann machen wir nämlich gleich die nächste Forschung. Rohstoffe, Heizung, Heizkörper, Dampfzentrum, das wenn sie gerade angetrieben werden. So, das sollte ich ja nicht machen. Heizkörper, ermöglichen Einsatz von Heizkörpern zum Heizen, bla 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 bla. Generator Reichweite, also wir müssen eins von beiden sowieso erstmal erforschen. Aber das Problem wird... Ne, das geht ja, das geht ja, das ist kein Problem. Ah ne, ich muss ja das erst erforschen hier. Oder? Ist das egal? Könnte ich das auch direkt erforschen? Oder Heizkörper. Ich werde mal das mal erforschen. Brauchen wir 50. Ja, brauchen wir wieder Holz für. Ja, brauchen wir Holz für. Aber ich wollte mal erstmal die Expedition erstmal losschicken. Wir brauchen erstmal Holz dafür. Dafür brauchen wir wieder Sägewerk. Also wenn wir das über Sägewerk dann machen wollen, dann brauchen wir auch wieder Leute für. Aber da sind sie ja noch bei. So, wir brauchen erstmal 50 für die Expedition. Na, zum Glück gibt es keine Ramschkisten. Das stimmt wohl. Dafür sind die Leute diesmal selber zuständig, das stimmt wohl, ja. Besser für mich ist es auf jeden Fall. So, was ist das hier? Das ist noch mal Kohle vorkommen, ne? Ja. Das ist natürlich gut. So, wie schaut's aus? 50, das heißt, wir könnten es mal den Spätrupp losschicken. Die schicken wir, ups, dahin. Zur vermissten Expedition. So, die sind jetzt aber unterwegs, wenn ich das richtig sehe, ne? Warten. Achso, ich muss da natürlich denen erstmal Leute zuteilen, ne? Karte anzeigen. 50 funktionsfähig. Auflösen. Warten. Warum? Wo ist jetzt mein Denkfehler? Warten. Ach, jetzt zeigt das ja auch an. Hä? Moment. Irgendwie. Okay, dankeschön. So, was haben wir hier? Geschlossen. Achso, ist klar. Okay, wir haben 3 Holz. Das ist natürlich viel zu wenig. Kohle geht noch gerade so. Ach, hält für 3 Tage. Das finde ich auch cool, dass er das anzeigt. Das finde ich echt nice. Hält für 8 Stunden. Hält gar nicht mehr. Scheiße. Ja, gut. Ja, wenn wir gleich noch ein paar mehr Leute haben, dann lässt sich vielleicht noch ein bisschen mehr tun. Wir könnten in der Zwischenzeit... Ich gucke mal hier unter Nahrungsmittel. Ne, können wir nicht. Speisehaus. Wo war denn das mit... Rohstoffdepot, Sägewerk, Einwohnerzelt, Pflegeheim, Jagdhütte, Speise, Werkstatt, Signalstation. Wir müssen dann mal gucken, dass wir ein Treibhaus mal erforschen und dass wir das Treibhaus dann bauen können. Was? Das läuft doch schon. Ingenieure in die Forschung.
AFK. Okay, alles klar, bis später. So. So, der Speer ist natürlich unterwegs. Verbleibend 5. Kümmere dich um die Kranken. Ja, wir brauchen noch einen Ingenieur mehr. Wir brauchen noch einen Ingenieur mehr. Ich glaube, wir ziehen mal hier einen ab, oder? Minus 1. Das war jetzt nicht optimal. Aber dann kriege ich hier wenigstens das Maximum raus. Verbleiben 5. Na. Ach, ich rede ja auch Blödsinn. Ist ein totaler Blödsinn, was ich gerade mache. Totaler Blödsinn. Wir brauchen Ingenieure. Wir brauchen Ingenieure. Da haben wir keine drin. Wir brauchen ja Ingenieure. Ist auf totaler Blödsinn. Wo hatten wir denn noch Ingenieure mit drin? Da haben wir sowieso Ingenieure mit drin. Da sind 0. Irgendwo hatten wir hier noch Ingenieure mit drin. Da 0. 2 verfügbar. 2 Arbeiter haben wir. Stahlturm erschöpft, schnellere Sammeln erforscht. Okay, dann gucken wir gleich mal, dass wir Treibhaus oder sowas machen können. Nahrung, Gesundheit. Nee, können wir nicht. Treibhaus kommt erst ab Level 2. Na, das ist auch schön. Aber wir haben... Nee, es reicht nicht. 50 Holz. 50 Holz brauchen wir. Aber das kriegen wir hin. 50 Holz passt schon. Man kann schneller forschen mit mehr Werkstätten und leider mehr Ingenieure. Mehr Ingenieure haben wir nicht. Ich habe immer mindestens 4 Werkstätten und jeden Tag hat wer anders die 24-Stunden-Schicht. Ja. Aber wir haben nicht mehr Ingenieure. Das wird momentan einfach nicht passen. Erforschen. Glückliches Wiedersehen. Wir betreten das Lager, das sich aus dem Schneesturm auftut. Aufregende Stimme. Grüße uns, dem Allmächtigen sei Dank. Ihr habt uns gefunden. Wir sind seit Tagen umhergewandert und hätten nicht weiterlaufen können. Wir fingen langsam an zu verhungern. Kinder und Erwachsene umringten uns, ihre Sachen gepackt und bereit aufzubrechen. Sehr schön. Überlebende zur Stadt eskortieren. Schickt die Überlebenden zur Stadt. So, die schicken wir zur Stadt und dann machen wir gleich die nächste Expedition. Sternwarte, robuster Schutzraum. Schutzraum war, glaube ich, ganz gut. Da hatten wir letztes Mal irgendwas gefunden. Irgendwas war da letztens. So, die Überlebenden werden zur Stadt geschickt. So, jetzt können wir nämlich weiter forschen. Jetzt können wir nämlich sagen, wir machen jetzt hier Level 1. Da haben wir nämlich das Treibhaus, Aufrüstung für Sanitätsstationen und Baracke. Ich glaube, das machen wir als nächstes. Steigern. Ich glaube, das ist erstmal schwer zu handeln, das Spiel. Ja, es geht so. Also, ja, was heißt, es geht so? Natürlich, ich habe 2 Versuche gemacht. Also zumindest offiziell und bin jedes Mal gescheitert. Na, also es ist schon nicht so ganz einfach. Aber man muss natürlich erstmal die Spielmechaniken begreifen. Das ist das. Und wie das aufeinander Auswirkungen hat, ne, was man am besten spielt. Ich weiß natürlich schon, dass wir ab der ersten Forschung, beziehungsweise ab dem ersten Speer, der unterwegs ist, dass wir da natürlich auch gleich mehr Leute ziehen. Das weiß ich natürlich. Das weißt du unter normalen Umständen, wenn du das Spiel so das erste Mal spielst, natürlich nicht. Versprechen gebrochen. Die Hoffnung sinkt und Zufriedenheit steigt. Ja, gut, dann ist das erstmal so. Ist zwar schade, aber nützt ja nichts. Wir haben nun mal nicht mehr Ingenieure momentan. So, die Überlebenden sind unterwegs. Das heißt, wir haben bald neue Arbeiter, das wäre gut. Die Maschine an der Brücke hast du gefunden. Ja, das ist richtig. Mehr Mäuler stopfen, auch das ist richtig. Deswegen warten wir auch noch auf ein paar mehr Leute, dass wir vielleicht noch ein paar Jäger einstellen können oder noch eine Jagdhütte bauen können. 3 sind noch verfügbar, 3 haben wir noch. Mal gucken, wie viel wir an Leuten herkriegen. Das müssen wir sehen. Es geht ja nun mal nicht alles auf einmal. Deswegen müssen wir erstmal sehen, dass wir als nächstes erstmal Futter rankriegen. Deswegen als allererstes jetzt erstmal. Deswegen mache ich nämlich erstmal. Nämlich diese Geschichte hier. Dass wir erstmal dieses erste Level freischalten. Dann können wir nämlich das Treibhaus machen.
Und alles andere müssen wir dann mal sehen. Da gibt es nämlich Level 2 Treibhaus Wärmedämmung. Okay, Jagdtaktiken. Das sind nachher alles so Geschichten. Da können wir nachher, ich glaube, das Essen so ein bisschen optimieren. So, einmal kurz ein bisschen Gas geben. Ich will hoffen, dass auch Ingenieure dabei sind. Und auch gleich sind die anderen Leute da. Guck mal, hier noch 2 Stunden, dann sind die gleich wieder da. So. Holzkissen erschöpft, Sammelstelle Rohstoffe erschöpft. Ja, guck mal, da sind sie. Sehr schön. Mehr Leute. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt auch Rabotti machen, dass wir mehr Essen herstellen. Wir haben ja sowieso kaum noch was zu essen da. So, wir werden auch nach den anderen suchen. Das werden wir garantiert tun, aber noch nicht jetzt. Zumindest jetzt nicht sofort. Okay. 26 obdachlos. Wir müssen die anderen suchen. Unsere Leute haben einen Pfad gefunden, der in die Wildnis führt. Guck mal, hier ist schon wieder warten. Wir sollten ihm folgen. Wir müssen andere Leute finden, um sie zur Hilfe. Was? Um sie um Hilfe bitten, um unser Überleben zu sichern. So. Robuster Schutzraum. Dampfkerne, Essensration, Holz. Sehr gut. Stahlbrücke, entdeckte Orte. Nehmt die Rohstoffe. Nehmt die Rohstoffe, Tagebuch lesen. Was haben wir denn da Schönes? 9 Tage. Der Unterschlupf ist komfortabel und mit Notfallverpflegung ausgestattet. Neben der schweren, runden Tür befindet sich eine Nachricht an alle Wissenschaftler. Wenn ihr irgendwelche Verpflegungen benutzt, vergesst nicht, den Quartiermeister bei eurer Rückkehr zur Stadt zu informieren. Also befindet sich noch eine andere Stadt hier draußen. In der Nähe des Weges befindet sich ein Schild, das in 2 Richtungen zeigt. London 1934 Meilen nach Hause 27 Meilen. Tagebuch schließen. So, die Stahlbrücke, da lasse ich sie nochmal hinlaufen, weil ich ja weiß, ist, dass da dieser Roboter ist. Und der kann uns nämlich auch nochmal helfen. Den sollten wir auf jeden Fall auch mal aufsuchen. Da schicken wir die nochmal hin. Wenn die sowieso schon mal da sind, weil sonst ist die Reisezeit eh schon so lang, dann passt das schon. Destio, schönen guten Tag. Freut mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Kennt er das Game schon oder ist es neu für ihn? Na, ich habe es schon zweimal gespielt und bin zweimal gescheitert, so wie sich das gehört. So, hier war glaube ich alles weg, ne? Hier haben wir glaube ich alles weggebaut. Dann machen wir das nämlich mal Gau weg. So, das bauen wir ab. Wir müssen dann hier, was haben wir hier? Haben wir noch das. Und das müssen wir also hier nochmal die Straße hinbauen. Mal fix eine Straße hinbauen. Und bauen wir das jetzt gerade durch oder bauen wir das hier vorne hin? Wie weit bist du gekommen und woran warst du gescheitert? Das ist eine gute Frage. Woran war ich gescheitert? Also ich bin zweimal gescheitert. Also einmal, ja, Hauptsache, meistens ist es Essen. Meistens ist es Essen oder Kohle war es, glaube ich, auch beim letzten Mal. Also ich glaube, beim letzten Mal bin ich an der mangelnden Kohle krepiert. Und das Essen kam auch irgendwann dazu. Also das Essen war, glaube ich, bei beiden Malen auf jeden Fall ein Faktor. 113 Personen gerundet, 120 brauchst du 3 Jäger mit Upgrade, dass sie 16 Nahrung liefern und am besten Suppe. Okay. Gut, dann können wir noch mal einmal gucken, ob wir. Wo war das jetzt hier? Hier war das nicht. Ich bin ja total verkehrt. Hier wollte ich eigentlich mal reingeguckt haben, weil da war nämlich auch irgendwas mit Suppe. Kampfarena Suppe. Wir können anstellen, richtige Mahlzeiten zubereiten, um mehr Menschen mit derselben Menge Rohnahrung zu ernähren. Neues Rezept Suppe. Hoffnung sinkt leicht. Unzufriedenheit steigt leicht an. Das Essen der Suppe wird Unzufriedenheit. Ja, komm. So. Es gibt Suppe. Unzufriedenheit steigt natürlich jetzt wieder.
So, wir müssen auch mal gucken, dass wir natürlich die anderen Leute erstmal wieder... Ah, wir haben natürlich wieder kaum Holz. Wir kriegen kein Holz. Das wird uns jetzt wahrscheinlich das Genick brechen, dass wir kein Holz haben. Obwohl, nee, warte mal, wird uns nicht, weil wir haben 47 Leute. Moment. Rohstoffe, Sägewerk, wir haben aber kein Holz, ja. Das Holz haben nämlich die anderen Nasenbären hier, die hier oben. Wir haben kein Holz mehr. Wir haben kein Holz mehr. Wir haben kein Holz mehr. Da haben wir nur noch das. Neun Ingenieure haben wir übrigens. Wo war das andere jetzt noch? Da. Ah, mehr Krankenbetten nötig. Captain, einige unserer Einwohner, bla bla bla. Ich werde mehr Sanitätsstationen bauen. Ja, das. Ich werde eine Baune öffnen, ja. Wir müssen Holz haben. Scheiße, wir haben kein Holz. Wir haben kein Holz. Ich kann also keine Sanitätsstation, nichts bauen. Das können wir auseinandernehmen. Wird eh nicht mehr gebraucht an der Stelle. Warten, Moment. So, da haben wir nämlich diesen Automaton. Brücke nach Winterheim. Wetterwarte, großer Konvoi zur Stadt senden. Wir werden ihn mal zur Stadt senden. Zur Stadt geschickt. Wir haben auch nochmal einen programmierten Weg geschickt. Während er weit entfernt verschwand, lagert sich in die ersten Schneewehen auf der Brücke ab. Schließen. Ich würde die ganz gerne wieder nach Hause schicken, weil die haben nämlich Material. Seht ihr ja selber. Ich habe 192 Holz. Das würde ich ganz gut finden. So, die schicke ich mal wieder zurück. Weil wir brauchen das Material ganz dringend. Das nützt alles nichts. So. Wir brauchen das Holz. Wie ist das Game bisher, bitte? Moment, ich lese mal kurz, dann antworte ich gleich drauf. So, dann eine verlassene Brücke. Die Entdeckung der Brücke nach Winterheim hat bewiesen, dass wir auf der richtigen Spur sind. Da haben wir auch Fragen aufgeworfen. Warum war die Brücke verlassen? Warum stand der Automator nicht unter der Aufsicht eines Ingenieurs? Es gibt sicherlich für alles eine logische Erklärung, aber die Leute bekommen Angst. Das werden wir in Winterheim herausfinden. Irgendwann irgendwie. Anstrengend. Ja, das Game ist natürlich durchaus anstrengend. Gar keine Frage. Das ist geschlossen. Ja, wie ist das Spiel? Ich finde das Spiel sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich die ersten Male halt gescheitert bin und wahrscheinlich auch jetzt scheitern werde, vielleicht. Ich will nicht pessimistisch sein, aber momentan habe ich so ein, zwei Zinken mir selber wieder eingebaut, die uns vielleicht das Genick brechen könnten. Und also ansonsten finde ich es mega geil. Also ich finde es sehr herausfordernd und man muss halt eben so ein bisschen überlegen. Es ist immer so die Frage zwischen Pest und Cholera. Wie Frank das schon so schön sagte. Und ich finde es echt sehr gut. Ich muss sagen, ich persönlich finde es sehr gut. Mit dem Endlosmodus und den Schwierigkeiten, ja, finde ich auch. Ich finde das auch eine sinnvolle Ergänzung, ja. Ich habe eine, ich müsste, ja, die habe ich abgebaut, die eine. Hier oben, ist die noch über? Ja, alles klar. Da müsste sie aber auch gerade leer sein. So, die bauen wir ab. Jetzt müssen wir noch irgendwie an Holz kommen. Dafür brauchen wir ein Sägewerk. Aber für ein Sägewerk brauchen wir Holz. Also das Holz. Dafür habe ich nicht genug Holz. So, und Forschung brauchen wir natürlich. So, Treibhaus, Baracke. Ich würde sagen, wir brauchen... Rohstoffaufwertung, Kohleabbau, Kohlemeiler. Aufrüstung für Sägewerk. Ja. Mehr Speer können wir machen. Generatorleistung, Generatorreichweite. Ja, was meint ihr, was sollen wir machen als nächstes? Also ich tendiere erstmal zum Treibhaus, damit wir ein bisschen Essen rankriegen. Das ist, glaube ich, unser größtes Problem momentan. Weil wir haben momentan eh kein Holz. Generatorreichweite ist natürlich wichtig. Mehr Speer, das machen wir später. Das ist, glaube ich, noch nicht so wichtig. Kohlemeiler, Kohleabbau ist natürlich wichtig. Wir brauchen Kohle.
Aber dafür haben wir eh noch nicht genug Holz. Also ich würde tatsächlich sagen, wir machen jetzt mal Treibhaus, oder? Machen wir Treibhaus? Wir machen Treibhaus. Kann ich gar nicht, weil uns Holz fehlt. Ironie des Schicksals. Gut, aber ich denke mal, deswegen soll ich sicherlich auch die Straßen abbauen, schätze ich mal, ne? Weil wir dann Holz rauskriegen. Du, 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 du. Einmal, ups. Einmal. Zweimal. Das brauchen wir noch. Zweimal. Das wird noch abgebaut. Zack. Haben wir jetzt Holz dazu gekriegt? Ja, ein bisschen. Zack, dann machen wir mal. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte forschen. Eigentlich wollte ich forschen. Schupp. Wir wollten Treibhaus machen. Start. Hier haben wir auch ein bisschen zu viel Holz verbraten. Das können wir eigentlich auch mal umbauen. Ein Automaton ist ergiebiger bei statt 10 Arbeiter. Ja, deswegen, also das ist auch mit einer der Gründe, warum ich ihn genommen habe. Und ich meine, er kann auch dieses Holz hier abbauen. Meine ich. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich meine schon. Aber wir kriegen auch gleich Holz wieder rein. Von daher, wir müssen uns nur ein bisschen um Kohle kümmern, auch gleich. Weil es geht so langsam schon wieder bergab. Und das müssen wir auch mal umbauen hier. Ich glaube, ich werde das auch gleich mal umsetzen hier. Das gefällt mir überhaupt nicht hier mit der Straße. So, dann bauen wir nämlich. Das können wir nicht, weil wir kein Holz mehr haben. Dann bauen wir sonst das ab. Das machen wir mal. Das mal abbauen. So, das bauen wir auch mal wieder ab. Huch! Wollte ich gar nicht! Habe ich das aus Versehen angeklickt? Wahrscheinlich, ne? Hier will ja keiner was. Nee. So. Dann haben wir das. Gehen wir darüber. Wir können auch sonst hier rüber gehen. Da laufen sie eh lang. So. Zack. So bauen wir es nämlich so hin. Ja, auf Sägewerk setzen. Also zu teilen, ich habe mein Spiel auf Max schwer mit Automatons durchgespielt. Das war dann ganz einfach. Also beides. Also im Automaton jetzt erstmal und dann Sägewerk, ne? Würde ich mal so sagen. So, jetzt fahren wir erstmal die Straße gleich. Der Automaton braucht noch einen Tag. So, und die Speer sind auch gleich wieder da. Das heißt, wir haben gleich Material. Holz. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Kohle. Brauchen wir. Und hier können wir jetzt auch die Straße wegnehmen. So, Speer sind zurückgekehrt mit einem Dampfkern, mit Essen. Das ist schon mal sehr geil. Und mit Holz natürlich sehr gut. Sehr gut, das sieht doch schon mal fein aus. Können wir den eigentlich jetzt aufwerten? Geht das? Dampfstufe 1. Verbrauch. Das müssen wir immer noch erforschen. Okay. Na gut, jetzt kommen sie erstmal an. Treibhaus erforscht. Sehr gut, dann machen wir erstmal Mampf. Das bauen wir. Wo bauen wir das hin? Ich würde mal sagen, ich meine, es ist wahrscheinlich unerheblich, aber sonst mal direkt neben die Kantine, hätte ich fast gesagt, neben das Suppenhaus. Ba, 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 ba. Da haben wir das. So, einmal so. Dann machen wir diesen. Nahrungsmittel, Treibhaus. Chop. Alter, das sind aber auch viel Platz weg. Meine Fresse. So, Dampfkern, ein Ratschlag. Wir haben gerade unseren ersten Dampfkern verwendet. Dampfkerne sind eine wertvolle Komponente, was fortschrittliche Technologie angeht. Dampfkerne können nicht in der Stadt hergestellt werden. Wir müssen darauf vertrauen,
dass unsere Späher während der Expedition welche finden. Okay, ich verstehe. So, mach erstmal ein bisschen Mampf. Wir haben erstmal 200 Holz. Das können wir erstmal gleich wieder investieren. Warten. Euch schicke ich nämlich gleich wieder los. Automaton, der ist da. Ich würde fast sagen, wir gehen mal hier hin, weil hier sollen wir ihn ja offiziell hinschicken zur Wetterwarte. Oder wir schicken erstmal hier hin, zu den düsteren Höhlen oder zur Sternwarte. Aber ich würde ganz gerne. Großer Konvoi. Das könnte uns vielleicht so ein bisschen das Genick brechen. Ich schicke die erstmal hier hin, würde ich sagen. So. Gleich wieder losschicken. Automaton ist auch fast da. 20 Stunden hat er noch. Dann können wir ihn gleich mal arbeiten lassen. So. 7 Ingenieure haben wir. Dann sollten wir auch mal so langsam wieder mal gucken, dass wir... Kümmere dich um die Kranken. Sanitätsstation bauen. Ja, richtig. Das war ja auch noch. Gut, dann machen wir das noch. Machen wir noch eine Sanitätsstation. Gesundheit. Sanitätsstation. Sanitätsstation. Doch, hier müssen auch sicherlich Leute arbeiten, oder? Jawohl. 10 Leute. Du hast so viele Arbeitslose hier. Yep. 23. Aber die sollen ja auch alle eigentlich mit dem Sägewerk arbeiten. Achso, das Sägewerk, richtig, wo ich das jetzt gerade sagte, das Sägewerk, da sollen sie natürlich auch bei. Wo bauen wir das am besten hin? Das können wir natürlich hier hin bauen, aber Sammelstelle. Ich glaube, ich baue das mal hier hin. Das sieht nämlich hier so ergiebig aus. Ja. Bauen wir uns doch mal hier nach oben. Wollen wir es hier bauen? Ich baue das jetzt mal so bis hier oben. Ich weiß ja nicht, wie viel Platz wir gleich brauchen für das Sägewerk, beziehungsweise Nahrungsmittel, Rohstoffe, Sägewerk. Ah, okay. Kann ich das irgendwo reinsetzen? Ein Bau an dieser Stelle wird eine oder mehrere Rohstoffquellen zerstören. Grenzt nicht an eine Straße an. Ach so, das ist ja aber auch. Ich baue das erstmal hier hin, würde ich sagen. So, ich baue es mal hier, sonst muss ich später abbauen. So, ist jetzt angebaut, sehr gut. 10, so. Da kommt der Automaton, sehr gut. Sehr schön, haben wir den jetzt auch. Fine Stance. So, da sind sie jetzt erstmal in Gang, da holen sie ein bisschen Holz, das ist fein. Automaton aktiv. Unser erster Automaton ist funktionstüchtig. Unsere Wirtschaft sehr helfen. Automaten können manuell arbeitende Mannschaften ersetzen. Sie operieren rund um die Uhr und benötigen kurze Pausen, um ihr Generator wieder aufzutanken. Unsere Ingenieure können ferner Aufwertungen erforschen, die der Automatone auch komplexe Arbeiten verrichten lassen. Ich verstehe. So, dann ist natürlich die Frage. Ähm.